viele Caster hat. Das so, ein zieht ja jetzt auch zum einen auf dem Weg zum Mimiron mit dem Hunter, denke ich auch, aber konnte jetzt nicht beobachten. Der Rest geht jetzt auch zu Freya, um die Trash-Mob-Wellen zu nuken. Hier ist man deutlich vorne bei Method. Ja, es kann aber durchaus. Encidia is in the room of Freya right now, too. They're killing the trash, while Method killed the last two trash packs, as it seems. And then they will trigger Freya. Bei Encidia ist der Hunter wohl jetzt gerade bei Mimiron angelangt. Zumindest sieht man es an der HP, dass ich gerade noch totstellen konnte. So, hier werden die Trash Mob Ads genuked. Ah, Encidia won't do hard mode. They will kill one Elder at least. We'll see how many they will kill. Ein schönes DPS-Race vergleichen. Das war sehr, sehr, sehr gleichzeitig. Richtig, wobei Encidia noch ein oder zwei Trash-Wellen hat. Aber man kann gut sehen, wer DPS-mäßig vorne ist. Ja. Der Rogue ist hier gerade bei 10.000 DPS übrigens, möchte ich nochmal so sagen. Das macht mein Pet auch. So, wir sind bei 60% beim Elder hier. Oh, da ist Method wieder eindeutig schneller. Hier ist Kungen fast down gegangen, aber nur fast. Okay, Method will kill one Elder too. Das Gebrechen ein wenig verschlafen. Oh, jetzt sind wir hier bei 20%. Hier sind wir bei 50 bei Encidia. 15, das geht so schnell runter. 10, 5, 4, 3, 2, 1 und Encidia noch 20% bei dem Elder Stonebark. Now Method killed the first Elder on the way to Freya. They will pull her in a couple of seconds. Jetzt geht's weiter zu den nächsten Trash Packs, die Method ja schon haben. Now they've pulled her, as you can see. Hier bei Encidia noch den Trash. Encidia is still doing the Trash Mobs around Freya. So Method is still in the lead. Der unter den Pilzen getankt werden muss. Hier wird noch fleißig gebombt. So, der erste Trash Pack ist auf 40%. Es wird immer wieder freier mitgetankt. Also hier verzichtet man auf einen Off-Tank, Sco-Tanks, Orb, wie man so schön sagt. Encidia macht gerade noch die letzte Trash-Welle vor Freya. Jetzt kommen die Detonator, die werden hier auch in der Mitte zusammengezogen, direkt bei Freya. Sco holt sich hier einfach alles. So kann man mehr Damage machen. Oh, und jetzt müssen sie aufpassen. Die sind alle noch sehr nah zusammen und die Molisher, Detonator sind fast down. Ich sehe jetzt nur noch zwei hier, die noch stehen. Und dann können wir eigentlich gleich auf die nächste Trash-Welle warten. Hier immer noch die letzten Trash-Mob-Ads. Jetzt sind sie down. Jetzt wird gleich Freya. Now Encidia is ready to pull Freya as well. Method at the third or fourth trash wave during the Freya encounter. Das wird hier auch einfach beim Boss getankt. So, gleich dürfte es bei Encidia soweit mit dem Pull sein. Ist doch ein ordentlicher Vorsprung für Method. Eindeutig. So, das Trash Pack ist down. So. Jetzt müssen wir natürlich auf das nächste Trash Pack warten. Jetzt der Pull bei Encidia. Jetzt ist Freya gepullt. Wie viel Prozent haben wir bei dir? Na, ist jetzt schwer zu sagen. Das ist sehr schwer zu sagen. Wir sind jetzt bei. Also Sie haben sie gerade schon auf 96%, 92%. Hier wird einfach gegen den Heal Debuff genuked. Was natürlich bei normalen Gilden undenkbar ist. Da waren wir gestern schon etwas überrascht. Das haben wir gestern bei, wer war das? Ich glaube, For the Horse? Oder? Ah, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war sogar E-Ready. Die haben nämlich doch noch so viel Zeit aufgeholt. Richtig. Hier sind wir in der ersten. Freya ist wieder auf 90%, konnte sich ein wenig erholen. Hier sind wir in der ersten Ad-Phase. Both Gilds doing Freya right now, as you can see. First Trash Wave for Encidia. The Lashers have spawned. Jetzt ist das nächste Trash Pack gleich down, dann kommen eigentlich nur noch die Detonating Lasher und dann kann man sie auch einfach normal nuken. So, bei Encidia kommt gleich die zweite Ad-Welle. So, Freya ist hier auf 85%. 80%, ich glaube, ich habe einfach, nein, ich habe doch keine Welle verpasst.
Hier ist der Damage einfach nur so hoch. Hier haben wir jetzt die zweite Ad-Welle. Fire ist auf 50%. Die Lasher werden völlig in Ruhe gelassen, damit man Second Trash Wave, 4 and 0 right now. And Method is at 50% left for Freya. So, hier ist auch die zweite Ad-Welle down. 0% down. Applaus. And they killed her. So they are on their way to Mimiron right now. And they have a really big lead at the moment. So, hier wird es jetzt weitergehen zu Mimiron. Of course, we will give you the times when Insidia kills Freya. Hier wird jetzt gleich die vierte Trash-Mob-Welle kommen, wenn ich richtig aufgepasst habe. Ist natürlich schwer zu sagen. So, hier wird jetzt das Portal genommen zu Mimiron. Mimiron übrigens nochmal als Erinnerung war das einzige, wir wollten diesen Boss im Hard Mode machen. Richtig. Also, wir wollten hier sehen, wollten es den Leuten noch ein bisschen schwieriger machen. Und tatsächlich hat es auch was gebracht, es den Leuten schwieriger zu machen, weil Erai gestern leider sich ein wenig vernuked hat. Die waren, richtig. Method is on the way to Mimiron right now, they used the portal. And one of the rules of this Battle of the Best is you have to do Mimiron in hard mode, so you have to do the firefighter achievement to make it a little bit more exciting for you guys. Den man besser nicht drücken sollte, wenn man es nicht drauf hat. Der Knopf wurde gerade gedrückt und jetzt kommt gleich der Mimiron just triggered the boss, they pushed the red button to trigger the hard mode. Jetzt war hier gerade Scott kurz dazed, das hätte jetzt böse schief gehen können. Der Schaden ist hier schon sehr, sehr hoch. Also das kann man gar nicht anders sagen. Dieses Unterstück geht so schnell down, da kann ich gar nicht mitzählen. Wir sind jetzt bei 60%. Also wenn hier nicht 60% left for Method on Mimiron right now, while Insidia is still doing Freya. Hier sind wir in der letzten Ad-Welle, wenn ich das richtig beobachtet habe, bei Freya immer noch. So, der Leviathan ist jetzt auf 20%. 20% left for Method, first phase Mimiron. Ist gleich vorbei. While Insidia kills Freya in a couple of seconds. Darum, den Mittelteil, die Kanonen kaputt zu machen. So. Nein, es scheint immer noch eine Ad-Welle zu kommen bei Insidia. Wenn ich das richtig sehe. Oder doch nicht. Sind wir jetzt auf 90% für Insidia bei Freya? Now Insidia is nuking Freya. They're at 80% approximately. She's dropping really fast because she has no healing buffs left. Ziemlich schnell, 50% noch für Insidia. Aber der Vorsprung ist definitiv ordentlich von Method. Das wird schwierig sein, das noch aufzuholen. Noch 30% bei Freya. So, jetzt wird gleich der Mittelteil aktiviert. Wir warten sekündlich darauf. While Insidia will kill Freya in about 5 seconds, she's dropping really fast. Method is ready for the second phase of in the Mimiron encounter. Now Insidia is of course on the way to Mimiron as well. Hier wurde ordentlich zugelangt. Von 46 Sekunden auf 3 Minuten 11 sich hochgezerrt, möchte ich sagen. Das ist ordentlich, ja. Method have a lead of approximately 3 minutes right now. It's pretty astonishing. But the raid favors only physical damage dealers. They have only melee DPS Zerg, so this part of Ulua favors them, expect Holy of course. Man hat hier nicht mal Zeit, überhaupt richtig gescheit Flammen zu legen, so schnell wie der Song. Richtig. So, und der Mittelteil ist hier auch down. So, jetzt dürfte demnächst der Pull von Mimiron kommen. Now Method finished the second phase. They're dodging all the flames in the room. We're getting ready for the third phase. Insidia haven't triggered Mimiron. They're waiting for him to spawn. They have triggered him, but they're waiting for him. Mal dahin, das ist der wahnsinnig. So, hier kommt gleich der Pull bei Insidia.
Also sollte Method nicht wipen, werden sie sich diesen Flügel nicht nehmen lassen. Ich nehme auch an, dass hier müsste ein bisschen... Third Phase on